Okay, als nächstes sind wir bei einem absoluten Eyecatcher hier auf den Craft Bike Days. Jochen, was habt ihr dabei von Last? Ja, wir haben unser neues All Mountain dabei. Basiert auf demselben Rahmen wie das Tavo, ein bisschen weniger Federweg, aber natürlich auch super leichter Carbonrahmen, made in Germany, ganzen Frästeile auch in Deutschland gefertigt. Ja, jetzt hier in einem relativ neuen Aufbau mit ein paar neuen Federelementen, neue Lenker-Vorbau-Kombi und ja, ich denke, das bekannte Rad, ihr habt es auch vorgestellt und getestet. Ja, wir haben es vorgestellt, genau. Vor 2 Jahren hatten wir hier auch schon das Thema diskutiert, da habt ihr euch noch bedeckt gehalten zum Thema Carbon. Jetzt habt ihr den Schritt gemacht. War das eine riesengroße Umstellung für euch, dann plötzlich auch in Carbon zu fertigen? Es ist ja ein ganz anderes Material, anisotrope Eigenschaften, was in der Konstruktion uns neue Freiheiten gegeben hat, wo wir tatsächlich wenige Erfahrungswerte hatten, aber einen sehr kompetenten Zulieferer, der das Laminieren für uns macht. Und von daher war der Prozess, ein Rad zu entwickeln, eigentlich vergleichbar. Aber wir hatten schon so ein paar Materialspezifika im Testing und in der Auslegung natürlich, die dann halt auch Features möglich gemacht haben. Ne? Also wir haben jetzt ein Staufach zum Beispiel drin, das kann man in einem Faserverbund deutlich einfacher realisieren. Wir haben das Flex-Pivot hier drin. Das sind schon schöne Features, die dann halt auch so ein kleines Rahmengewicht erstmal möglich machen. Okay. Wie ist der Austausch hier mit den anderen Fahrradherstellern für dich? Ist das fruchtbar? Kannst du ja, viel mitnehmen? Ja, es ist interessant. Man kann sich ein bisschen... es geht gar nicht darum, so Geheimnisse zu verraten oder zu teilen oder zu ergattern, sondern eher sich so ein bisschen abzugleichen, wie man die Sachen sieht und Sachen bestätigt zu bekommen oder Einschätzungen bestätigt zu bekommen. Das ist eigentlich das Interessanteste hier. Und auch ein paar schöne Fahrräder anzugucken. Okay, welches von den anderen Fahrrädern findest du auch, dass es irgendwie heraussticht? Magst du was zu sagen? Naja, also ich habe am meisten geguckt bei den Grafikdesigns der Gravelräder. Das ist so nicht unser Metier. Okay. Das finde ich, kann ich auch am unbefangensten angucken. Okay, alles klar. Danke dir, Jochen. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, Thomas. Danke.